Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Silence. In der letzten Episode haben wir uns den Rebellen angeschlossen und zusammen mit der hübschen Kyra eine Brücke gesprengt. Und die gute Rini ist hier mit Samuel, okay, ich wusste gar nicht, dass wir seinen Namen schon kennen. Auf jeden Fall mit ihm hier unterwegs, er scheint auch einer der Rebellen zu sein, denn er ist auf jeden Fall unterwegs mit uns Richtung Camp. Und von Kyra wissen wir, dass die Rebellen ein Camp in der Nähe haben. Wie kommt man an Bitterstoff heran? Die sind in Pflanzen drin. Okay, und in welchen? In bitteren nehme ich an. Ah, klar. Du bist, glaube ich, nicht so der Schlauste, oder? Naja, auf jeden Fall ist er hier, steckt seinen Arm hier in dieser fleischfressenden Pflanze drin fest. Ich hoffe, dass, naja, okay, ein paar Kilos abzunehmen wäre für ihn nicht verkehrt, aber er muss ja nicht unbedingt Kilos an der Hand verlieren. Ob die bitter schmecken? Sie will jetzt an den Pilzen lecken? Das ist keine gute Idee. Lass es sein, Mädchen. Oh Gott. Oh oh. Okay. Es war Gott sei Dank nur ein kurzer Rausch. Ich lecke nochmal dran. Pilze. Oh, hui. Was machst du da, Rini? Ach, ich bin nur so ein bisschen mit den Pilzen hier beschäftigt. Ich suche Bitterstoffe. Fasst du die Pilze an? Nein, ich lecke daran. Nicht mit den Fingern, ich schwör's. Braves Mädchen. Alter, sie dröhnt sich hier komplett Nein, zu. Nein, bitte nicht. Ihr... Hui. Alles okay bei dir, Rini? Yo, Big Sam. Yo. Geh von den Pilzen, okay? Oh, oh. Ich bin bewusstlos. Okay, ich hoffe, seine Hand ist noch dran jetzt. Ist alles okay bei dir, Sam? Ich war ein bisschen weggetreten. Es waren bestimmt nicht die Pilze. Ich leck noch mal ein bisschen dran. Wie lange kann ich das Spiel hier treiben mit den Pilzen? Sie wird hier noch zur kompletten Junkie. Okay, wir lassen das mal lieber sein. Könnten nicht, dass nachher noch was Schlimmes passiert. Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich. Das war ein Myodontor, kein Pflanzenfresser. Ah, ein Myodontor. Jetzt ist mir alles klar. Okay, ein Grabstein. Sind da noch Beeren, an denen ich lecken kann? Oh Gott. Ist das etwa ein Grabstein? Naja, ja. Ist da jemand im Sumpf versunken? Und was bedeutet das Zeichen? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Wer hat denn hier ein Grab? Aber doch nicht Cedric oder so, oder? Das wäre traurig. Niemand, den wir kennen, hoffe ich. Beeren. Diese Beeren schmecken nicht bitter, sondern ganz doll lecker. Bin ich jetzt auch wieder high? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig sein. Das fragt Noah auch immer. Willst du auch welche? Also... Ja. Mund auf! Hey, du kannst das super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Okay, sie kann gut werfen. Unser Bruder nicht. Das ist gut zu wissen. Gehen wir mal hier Vielleicht in die Höhle. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres. Rini, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Ja, ja. Was heißt hier ja, ja? Ja, ja heißt leck mich am Arsch. Hat der gute Röhrig gesagt. Ach ja, ich hoffe nicht, dass wenn wir wiederkommen, der hier Typ schon komplett aufgelöst ist. Oder, okay, der Typ würde nur im Endeffekt seine Hand verlieren, aber... Honigtauzecke, du siehst irgendwie bedrohlich aus. Oh, wer bist du denn? Du bist ganz schön vollgesogen schon. Oh. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sohn. Nein, sie wird sich... Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Sohn. Sie hat Feuer verloren. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Heißer Honig. Da verbrennt man sich die Zunge.
Oh, das ist so eine Maske von den Suchern. Nein, ich werde es bestimmt nicht aufsetzen. Hey, was ist das? Nein, nicht aufsetzen, Rini. Nein. Hallo? Ist da jemand? Komisch. Vielleicht ist das eine Pechgrube. Sie will alles essen. Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Bäh. Der geht alles in den Mund. Viel schlimmer. Noch mehr Beeren. Doch alles in den Mund. Ich finde, die so sehen eklig. Viel bitterer aus als die anderen. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Okay, sie kann gut werfen. Also wird das nix. Muss schon mit irgendwas werfen, Mini. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Oder so. Könnte ich das Ding nicht benutzen, was da unten drin rumschwimmt? Der könnte eine Brücke werden. Ja, sicher. Zu schwer. Nee, was du nicht sagst, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das Ding zu schwer für dich ist. Was ist das überhaupt? Nasses Moos. Wenn ich es ins Pech schmeiße, ist es weg. Ich will nicht, dass es weg ist. Ich mag Moos. Wieso ist es dann weg? Nasses Moos. Was ist an nasse Moos so witzig? Wenn ich es ins Pech schmeiße, ist es weg. Ist sie high? Dass es weg ist. Ich mag Moos. Ich glaube, sie ist immer noch auf Drogen. Daraus baue ich mir was. Und hepp. Eine Tuschelbrücke. Ich probier's trotzdem. Boah, ist das gruselig. Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Oh, Hilfe. Okay, ich hab's. Kein Problem. Kein Problem. Bäumchen, ich frag mich, was passiert, wenn ich reinfalle. Dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Bin ich dann tot? Schütteln. Wuhu. Oh, da ist eine. Ja, nicht die Hand reinstecken. Oder doch? Die ist es einfach, ey. Wenn die giftig sind, dann sind die bestimmt. Hurra, ja, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Ja, super. Genau das, was wir jetzt brauchen. Also in der Natur heißt meistens bitter gleich giftig. Deswegen haben wir ja diesen Sinn, dass bittere Sachen nicht gut schmecken, weil die Natur da schon sagt. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich hab dich. Bäh. Was hat das mit diesem Fisch auf sich? Das ist der beste Bitterbeerenstrauch der Welt. Das ist der beste... Okay. Ich hätte gerne mit dem Fisch noch irgendwie interagiert. Da sie isst einfach bittere Beeren. Die sind bestimmt giftig gewesen. Oh nein. Ist deine Hand noch dran? Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Haben wir. Gehen wir wieder zurück. Die Ladescreens sind ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Naja, man sieht schon, dass die Hintergründe schon aufwendiger sind als im ersten Teil, aber... Habe ich ein Inventar? Habe ich irgendwie nicht, ne? Autsch! Du sollst doch nicht die Dinge anpacken. Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Naja, du solltest eigentlich die Beeren da reinwerfen. Kann ich nicht das Moos nehmen und es anzünden? Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Okay. Mit Pech Teer brennt, vielleicht? Aber es sprüht keine Funken.
Ich hab doch Funk. Es brennt doch schon. Wenn du. Wie verbrennst du dir nicht die Finger? Jemand, der stumm ist, hat die Antwort. Ich frag mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl innen aussieht. Oh, da ist ja noch ein Monster im Monster. Okay. Eine richtige Monstroschka. Oh. Alter, das Kind ist echt komplett furchtlos. Oh oh. Das stinkt echt schlimm hier drin. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Alter, das Kind ein Glück, ey. Das ist echt nicht normal. Warum hältst du nicht den Mund auf? Okay, nimm mal die Masken und stopfe die da rein, wenn sie das hochmacht. Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Sie ist ehrlich naiv. Ach so, die kann ich jetzt da draufstellen? Da kriegt Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Hui! Oh oh. Alter. Wow! Oh oh. Ich habe nichts gemacht. Ja, super. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Feuer gemacht. Kann ich jetzt nicht die Bären einfach hier drüber halten? Das wollte ich nicht. Alter, der ganze Wald wird abbrennen wegen damit mir. Damit fackel ich mich noch selber ab. Mach nochmal den Schädel auf. Geht das nicht? Doch. Sie soll nicht direkt da reingehen. Genau, sie soll die Maske nehmen und es da reinstecken. Ja, genau. Schön, das hatte ich eigentlich von Anfang an schon vor. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Dr. Rini. Okay, Frau Doktor. Eine Zahn-OP gerne. Und da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Ein Soldatenhelm, oder? Für mich, nicht für den Ritter. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Das Kind hat so ein Glück. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Okay, die eine Aktion war total sinnlos. Dass ich da das Ding ins Feuer geworfen und den ganzen Wald angezündet habe, hätten wir gar nicht machen müssen. Egal. Schau mal, ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Okay. Das gibt gutes Feuerholz. Zu modrig. Okay, das brennt also nicht. Ich muss jetzt irgendwas finden, was brennt. Was für ein Skelett, das habe ich Knochen ja noch gar nicht gesehen. Knochen brennen nicht, habe ich schon mal probiert. Alter, die alte ist der Feuerteufel. Knochen brennen nicht, habe ich schon mal probiert. Vielleicht die Pilze. Soll ich die Pflanze anbrennen? Vielleicht verbrennt sie, bevor sie mir die Hand abbeißt. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Die brenne ich nicht an. Die sind lecker. Okay, dann bin ich vielleicht doch falsch hier. War denn hier noch irgendwas? Ihr brennt doch schon gewaltig. Das Moos, oder? Viel zu wenig Wasser zum Löschen. Hier ist ja sonst nichts. Nicht nur Holz brennt.
Das ist mir auch klar. Man kann so ziemlich alles anzünden. Bei einer bestimmten Temperatur fängt fast alles an zu brennen. Okay, dann vielleicht dieses Gas. Das ist echt mega gefährlich, was die Kleine hier macht. Oh Gott. Da ist doch Methan und so drin. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Oh Gott. Ah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Ja, dann machen wir hier kleine Gasexplosion. Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Wird schon nicht. Alter, die Kleine ist total durchgeknallt. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Okay, also das kann ich eigentlich schon mal da drauflegen. Da koche ich den Bärensaft, wenn ich Wasser gefunden habe. Wasser. Könnte ich das aus dem Moos vielleicht rausquetschen? Das war ja nass, angeblich. Das fühlt sich so lustig an. Ich sehe das Moos am Melken. Wir melken eine Kuh. Strapp, strull, gleich ist der Eimer voll. Okay. Ich hinterfrage das nicht weiter. Okay, wir haben Beeren, wir haben Wasser. Dann können wir das jetzt eigentlich erhitzen, oder? Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Ich glaube, der Helm ist jetzt ziemlich heiß. Super Kopfsaft. Sie nimmt ihn einfach so. Das Zeug schmeckt schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Hoffentlich ist der Saft bitter genug. Ich mag Brokkoli. Oh, die Hand ist noch dran. Und der Vogel lebt auch noch. Das hast du gut gemacht, kleine Lady. Juhu! Oh, Horo, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Wir brauchen die Botschaft. Das da steht nichts drin, ob Janus das, was wir suchen, gefunden hat. Wie bei einer Schatzsuche? Toll! Lieber Horus, bleib schön sitzen. Nein, Horus. Oh. Du bist ein undankbares Arschloch. Okay, Horus ist mit der Nachricht davongeflogen, aber wir haben, wie hieß er noch, Samuel befreit. Und Horus haben wir wahrscheinlich sogar das Leben gerettet. Gucken, ob wir jetzt wieder zu Noah springen, der ja mit der guten Kyra unterwegs ist. Aber die Ladezeiten sind echt lang. Echt lange Ladezeiten. Kyra, alles okay? Vielleicht ihr Mann so ist dort begraben? Ich wollte nur kurz verschnaufen. Oder ihre Eltern? Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur in der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und sei glücklich. Aha. Ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Horus! Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's Kyra. Komm schon. Horus ist ein ganz schöner Drecksack. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch.
Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe! Okay, liebe Leute, das soll's gewesen sein für diese Episode. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, hier bei Silence. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Shot.